Es gibt übrigens, habe ich durch Zufall gesehen in meinem Stream, einen Erfolg dafür, friedfertige Maschinen zu zerstören. Das heißt, da ich diesen Erfolg haben möchte, werden wir uns wahrscheinlich mal, vielleicht auch schon nachdem wir das hier gerade erforscht haben, zum Leveln, einmal quer durch den Vergnügungspark kämpfen. Das können wir auch wirklich zum Leveln gebrauchen gleich. So. Aber erstmal, hallo, was möchtest du? Maschinenehefrau. Ein Fremder. Ja. Komischer Typ. Das sind alles Ehefrauen, oder? Ja. Kommt wohl nicht von hier? Oh ja. Junge, jetzt hör doch mal auf, andauernd. Also, kleinen Moment, ich schalte das mal kurz aus. Im Spiel, Steam Overlay, Big Picture können wir anlassen. PS-Anzeige, das lassen wir auch an. Benachrichtigung. Wo sind die? Genau, das. Das so, genau. Jetzt kommt ja nicht alle 5 Sekunden ins Bild, nur weil der sein Spiel nicht ankriegt, oder was? Oh, wir haben gleich das nächste Level. Ja, komm, hör auf, Eule. Haben wir mit dir schon geredet? Kommt wohl nicht von hier. Mit dir haben wir noch nicht geredet. Was führt sie hierher? Ich weiß nicht. Ich will die Kiste. Da ist schon wieder so eine Kiste. Kann ja nicht sein, wir haben so viel. Ja, noch Eule. Hallo? Verliebte Maschine, okay. Ach, ist das die aus der Wüste? Für John Paul? Hallo? Ja? Ihr seid bestimmt. Ah, ja, okay. Ja, war doch klar. Ihr seid bestimmt aus Meister John Pauls Dorf gekommen, oder? Keine Frage, ich kann es an euch riechen. Okay, das ist echt merkwürdig. John Paul ist wunderbar. Mit fast unbeschreiblicher Leidenschaft strebt er nach neuem Wissen. Ich verehre ihn wie sonst niemanden. Nein, du hast ein Problem. Und du hast absolut keinen Sinn fürs Anspruchsvolle. Ich wette, Männer nutzen dich ständig aus. Ja, vor allem dieser Clown hier neben mir. Pass auf, wo? Da, wo ist er? Wo ist er? Komm. Ja, der da. Ne? Der rennt mir den ganzen Tag hinterher, ne? Kannst du dir vorstellen? Und versucht mir den Rock zu gucken. Das ist nämlich das Schlimmste von allen da drüben, ja? Nur deswegen rennt er mir hinterher. Ist nämlich ein kleiner Perverser. So, weiter im Text. So würde ich es nicht nennen. Ne, bis auf halt den Perversen da, ne? Nicht vergessen, habe ich dir im Vertrauen gesagt, Kleine, ne? Einäugige Maschine, wie ich gerade feststelle. Ah, ja. Ein Perverser also. Ich habe etwas gefunden, das Meister John Paul bestimmt interessieren wird. Bitte bringt es ihm schleunigst. Maschinenfossil. Okay. Cool, jetzt haben wir auf jeden Fall, also schon mal sehr schön, dass wir hier waren. Das dürfte, glaube ich, der letzte Teil der Quest sein für John Paul. Und wir wollten uns ja eigentlich umgucken. Also mal sehen, ob wir hier was finden. Würde mich natürlich freuen, wenn wir hier ein bisschen Lumpe gleich finden, wenn wir eh schon mal hier sind. Die mir nicht weiter rennt, nachdem die gestolpert ist. Nervt mich so ein kleines bisschen, aber geht schon. Boah, jetzt habe ich fast eine Woche nicht mehr gespielt, ey. Ich könnte jetzt. Und jetzt glaube ich den ganzen Tag durchspielen. Was eng wird, weil der Tag gleich wieder zu Ende ist. Aber das ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt, ne? Nicht so effektiv, ne?
Oh ja, komm mal hoch. Und dann mal umgucken. So, jetzt können wir aber den dreifachen Hammer, der muss den hier. Und tschüss. Ah, jetzt haben wir natürlich plus einen getroffen, weil der gerade da rumgelaufen ist. Oh. Also natürlich scheiße. Die hätten wir wirklich, ich glaube, die hätten wir alle weggehauen. Ja, Laufeule. Meine Güte. Hup, hup. So, hier lag doch. Oh, zwei liegen hier sogar. Saikorin! Es tut mir leid, Saikorin, aber. Ich brauche deinen Schlüpper. Ja, 12 Geld, davon können wir keinen Schlüpper kaufen. Cool, Foil! Hast du einen Schlüpper für mich? Nein. Für 12 Gold, ich nehme an, die sind hier gestorben, als das erste Mal her sollten. Hier gibt es ja dann diesen kleinen. Zwischenbosskampf, könnte man sagen. Wir schauen uns erstmal hier schnell um. Da liegt noch was. Sind wir da hergekommen, oder? Ja. Das hat es nicht so richtig gebracht. Hier was? Ja. Die Kiste. Cool. Titanlegierung. 3 Stück. Geil. Die brauchen wir auf jeden Fall zum Upgraden. Da hinten noch eine Kiste. Da haben wir das beim ersten Mal nicht gesehen. Na gut, wir sind ja am Anfang, glaube ich, bloß durchgerannt so ziemlich. Oh, eine große Kiste. Du hast eine Waffe erhalten, Zwillingszahn. Mal gucken, wie stark die ist. Ausrüstung ändern. So, dann müssen wir, glaube ich, ins Pause-Menü. Was immer erst geht, wenn eine Animation zu Ende ist. Da Animationen an die FPS gebunden sind, wie sich das für eine Kack-Konsole halt gehört, ne? Ohne jetzt meckern zu wollen. Ach ja, Waffen. 15% haben wir erst. Wir haben jetzt gefunden den Zwillingszahn. Ein gigantischer Axt für Götter. Angriff 310 bis 320. Aber relativ langsam. Ja, den hier könnten wir mal schauen, weil wir den updaten, der könnte richtig cool werden. Ja, also gucken wir uns hier kurz weiter um und dann geht es auch schon weiter mit der Story hier. Aber ich glaube, mehr für einen großen Gegenstand werden wir hier nicht finden. Aber jetzt können wir gleich mal den Weg gehen hier. Sind bestimmt wieder Noobs, die am Anfang gestorben sind. Yuna, Boy to Empire. So ein Schlüppi für mich? Nein. 20 Gold, hallo? Dann können wir keinen Schlüpper kaufen. User. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Ressourcen sind wichtig. Das heißt, wir haben gerade unseren 100. Androiden gelootet. Na, da plus 12 Gold. Die wir Waffe wechseln? So. Kunado! Sind doch wieder bloß ein paar Gold. Ja. Oh, so kriegt man kein Geld für einen neuen Schlüpper zusammen hier. Wie können wir das? Willkommen zurück, meine Freunde. Hier wird es in der Aufnahme einen kleinen Cut gegeben haben. Und zwar hatte ich, dummerweise, beim da vorne durchlaufen einem Blue Screen. Es sollte alles behoben sein, habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt, um den Fehler zu finden, habe ihn auch soweit gefunden und es war jetzt nichts mehr passiert, auch nach einem längeren Test praktisch, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Stunden die Aufnahme vom Monitor laufen lassen
Und jetzt sollte alles wieder funktionieren. Ich habe wieder hergespielt, habe das Zeug eingesammelt, was wir gerade in der Aufnahme schon mal eingesammelt hatten. Und jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was ich mir vorgenommen hatte. Yuna. Bergen. Wie gesagt, ich weiß nur dummerweise nicht mehr, was wir machen wollten. Ich weiß, wir wollten uns das Gebiet hier nochmal angucken. Und dann würde ich mich eigentlich auch auf dem Weg machen, mal in der Story-Mission ein bisschen weiterzukommen. Wir haben, das weiß ich, habe ich ja gerade nochmal eingesammelt, das Maschinenteil für Jean-Paul. Das haben wir auf jeden Fall gefunden. Und dann wollten wir uns hier eigentlich nur nochmal umgucken. Ein paar Schritte war, also bis hierhin ungefähr geht die Aufnahme, dann dürfte der Schnitt kommen. Und ich war schon ein paar Meter weiter. Das fehlt dann leider an der Aufnahme. So, und zack. Ich hoffe, es läuft jetzt. Das wäre echt deprimierend. Irgendwie ist die Nie-Automata-Aufnahme ziemlich belastet durch irgendwelche Probleme. In der Regel von Nie-Automata selbst, aber. Ja, wird schon laufen jetzt. Hier gibt's nichts. Haben wir vor uns eine Waffe gefunden, die habe ich natürlich auch wieder aufgehoben. Ah, das war ein Spieler. Todesheilung plus 1, okay. Ah, Todesheilung ist, glaube ich, dass wir die Chance haben, wieder aufzustehen mit 25% AP. Falls wir sterben sollten. Bewegungstempo plus 3. So, ich würde jetzt eigentlich fast gern nochmal speichern, aber ist egal. Geht's hier hoch? Gibt's da was? Kiste? Nein, ist nichts. So. Ja. So, genau, hier war ja alles eingestürzt. Das wird das erste Mal. Ja, Eule, lauf! Oh, da hat's einer nicht bis raus geschafft. Ja, wir kommen nicht ran. Wir können ja bloß schnurgerade auslaufen. Bin der Gegner? What? What? Was zum Teufel? Was war das denn? Ja, klar, mein Kumpel hat hochgeladen, aber Alter! Scheiße! Das ist jetzt nicht so lustig gerade. Okay, wir brauchen auf jeden Fall unseren Körper wieder, um unsere Chips wieder zu kriegen. Auf jeden Fall. Scheiße. Ich hatte hier gespeichert, ja. So, wir rennen mal einfach hin. Oh, das ist jetzt nicht gut. Was ist denn der Weg? Ah ja. Ja, wir ignorieren die jetzt einfach mal. Scheiße, oh krass, was war denn das? War das so eine Art Suizidroboter? Die sich selbst in die Luft gesprengt hat? Ich hab's gar nicht wirklich gesehen. Ja, Eule, lauf doch mal über irgendeinen Stein, ohne zu stolpern. Was, die stolpert gleich wieder? Hä? Wow. Wer begeistert von dir? Scheiße. Will mein Gelumpe wieder haben. Lauf.
Gucken, vielleicht kann ich die ja sogar anvisieren. Bevor ich runterspringe, das wäre natürlich ganz praktisch. Was? Zum Teufel ist das denn? Was ist das? Level 38! Was? Ich glaube, ich werde mal laden. Was? What the fuck? Okay, also hier sollen wir definitiv noch nicht hin. What the heck? Mal gucken, ob Laden überhaupt was bringt. Ich glaube nicht, dass wir unser Zeug da rauskriegen, ehrlich gesagt. Wäre jetzt ziemlich blöd, wenn wir unsere ganzen Chips dort verlieren. Wir haben gerade Geld gesammelt, um uns zu verbessern. Ich weiß gar nicht, ob wir uns schon verbessert haben. Ich bleibe mal nachschauen. Wissen, wo es steht. Anzahl Tode 1, das heißt, wir haben unser Zeug noch. Das heißt, wir holen uns kurz die Aufgabe hier. Und dann würde ich sagen, erledigen wir die Aufgabe von John Paul und dann machen wir uns ins Waldgebiet. Ein bisschen Mission spielen. Hallo, bla bla bla, haben wir ja alles schon gehört. Ja, komm, wir wissen, dass du voll in an der Waffe hast, Maschinchen. Aber, was jetzt erhalten, ja. Dann würde ich sagen, ab zu John Paul und dann ins Waldgebiet. Waldgebiet haben wir ja bloß mal so ein bisschen reingeschnuppert. Wir müssen dazu, Pascals Dorf. Jawohl. Eine Schnellreise ist schon praktisch. Scheint, das ärgert mich jetzt. Da ist 100 Pro, gibt es ja so eine Art Belohnung, wenn man es da jetzt durchschafft. Aber wir gesehen, zwei Treffer und wir sind weg. Also, ich glaube nicht, dass wir das jetzt schaffen. So, dürfen wir aber nicht vergessen. So, Richtung Level 40, wenn wir da nochmal vorbeischauen. Die sind jetzt fast doppelt so stark wie wir, das bringt es dann nicht so richtig. Gerade mal Stufe 20. So, meine lieben Freunde, wir gehen jetzt gleich mal zum Shop. Gucken, ob wir noch was kaufen haben. Machen wir Händler. Händlermaschine. Geh an, geht's dir gut. Schön, dass wir uns wiedersehen können. Das ist ein komischer Satz. Wir haben 30.000, das haben wir noch nie verkauft. Können wir bei ihm die Fische gar nicht verkaufen? Verkaufen doch. Doch, hier ist es doch. Hier ist doch Zeug zum Verkaufen. So. Achso, genau, rostige Klumpen, die heben wir mal auf.
verbeulte Platte, Titanlegierung auf keinen Fall. Tierfell brauchen wir auch. Stimmt, defekte Schlüssel. Wissen wir, was das brauchen? Gedehnte Spule. Da braucht man, glaube ich, noch ein paar. Defekter Schaltkreis. Kleines Zahnrad, rostiger Bolzen, Kabel. Defekte Batterie machen wir auch auf. Maschinenbein, okay. Kristalle haben wir 40 Stück. Hätten wir vorsichtshalber auch auf, ist eh nicht so wertvoll. Schwarze Perle haben wir 2 Stück. Extrem selten. Pyrit, das braucht man, glaube ich, zum Waffe aufrüsten. Bernstein, Meteorit. Einfaches Gerät. Wir wollen ja eh die Fische eigentlich kaufen. Naturkautschuk, Maschinenöl, Rottwildfleisch, hätten wir auch auf keiner Fleisch. Und Ohrringe, die können wir auf jeden Fall verkaufen. Das Armband, der können wir auch verkaufen. Oh, 3000. Schönes Halsband, oh, haben wir auch eins. Können wir auch. Edle Ohrringe, 4000 geben die, wow. Maschinenkern, da haben wir 7 Stück. Die geben zwar 10.000, aber ich weiß nicht, ob wir die zum Aufrüsten brauchen. Deswegen lasse ich das erstmal. Ein Keukarpfen haben wir, eine Ölsardine, da können auch alle 4 wechseln. 14.000. Wasserflohe haben wir 4 Stück. Auch weg damit. Makrele 2. Auch weg. Ein Fallschwanzkrebs haben wir einen, der kann auch weg. Oase haben wir 4 Stück, gibt 12.000. Richtig nice. Ein Riesenhai, da gibt 6.000. Keukarpfenmaschine, einmal auch nochmal 5.000. Keukarpfenmaschine 4 Stück. 10.000 zusammen, sehr schön. Kugelfischmaschine auch weg. Seesternmaschine kann auch weg. Rasenmaschine, 10.000. Makrelenmaschine, 2.500. Riesenhaimaschine, nochmal 6.000. Maschinenwesen, Kopf, den verkaufen wir nicht. Reifen, welchen hier wird das irgendwo brauchen? Haben wir auch plus 1. Batterie haben wir 4 Stück. Hätten wir trotzdem mal auf. So, da haben wir auf jeden Fall erstmal ordentlich Geld. Mal gucken, ob wir hier irgendwas brauchen. Brauchen wir Erholung. Wir können die große mal ein bisschen aufstocken, sodass wir wenigstens wieder 10 haben. Hat er noch Schönes? Achso, hier die Erweiterung gibt es ja hier bei ihm nicht. Gut, dann gucken wir kurz beim Waffenhändler rein. Und dann gehen wir zu John Paul und dann weiter mit einer Mission. Es gab ein riesiges Erdbeben. Ist alles in Ordnung? Ist man gut auf sowas vorbereitet, hat man keinen Grund zur Klage. Schau mal, ob dir was gefällt. Jo. Upgrade. So. Die benutzen wir, also können wir die auf jeden Fall aufwerten. 3 Titanlegierungen. Brauchen wir die woanders auch? Hier brauchen wir sie auch. Wir brauchen noch eine Perle. Unbedingt, weil der ist bestimmt schön stark. Wenn er dann ein bisschen schneller ist. Den benutzen wir eh nicht. Noch eine gedehnte Spule. Ja, die brauchen wir schon die ganze Zeit eigentlich. Aber egal, wir machen erstmal den hier. Da ist der Stufe 3. Makelloses Kabel. Maschinenarm. Moldavit. Das Gedächtnislegierung. Okay, haben wir alles noch gar nicht gefunden. Noch überhaupt nicht. Könnten wir jetzt auch updaten, aber. Da verschwenden wir bloß Pyrit. Was braucht man noch, um den zu updaten? Chromadrat und Titanlegierung. Und für den hier Perle. Da müssen wir mal gucken. Achso, hat er eigentlich noch Waffen für uns? Neue? Maschinenschwert. Maschinenaxt. Maschinenspeer. Der ist ein bisschen schlechter wie der, den wir jetzt schon gefunden haben. Also lassen wir das mal. John Paul, der war oben und da hinten, glaube ich, ne? So, zack, zack. Ja, mal, wenn wir speichern. Ja,
Ja, eine Animation kann man nicht speichern. Ich weiß. Liebes Konsolenspiel. Naja. Hey. Ein einsamer Soldat. Ein einsamer Soldat sah einen Androiden mit roten Augen im Zuhause von Metallschrott. Okay. Squint. Squint, ich sammle mal dein Zeug. Ne? Ah, ein bisschen Geld. Wir können auch gleich noch ein bisschen Geld zum Professor bringen, wenn wir schon mal hier sind. So, John Ball. John Ball. Gibt es für alles in der Welt einen Zweck oder eine Notwendigkeit? Denkt etwa an diesen Ort, dieses Dorf oder an mich. Wenn solch ein... Wir haben hier ein Geschenk für dich. Ein Geschenk? Welcher Art? Es ist ein Fossil. Eine deiner Anhängerin hat uns gebeten, es dir zu bringen. Ich verstehe. Sie sagte, du wärst unbeschreiblich leidenschaftlich, was das Lernen betrifft. Oder etwas in der Art? Ein Mensch, mechanisches Fossil? Völlig unnütz. Sollen wir ihr etwas von dir ausrichten, oder... Über Schrott werde ich keine Worte vergeuden. Schrott? Naja. John Paul scheint sich nicht über seine Geschenke zu freuen. Ich schätze, wir sollten seiner Anhängerin genau sagen, was er davon hält, oder? Wir warten bestimmt auf eine wohlwollende Antwort. Ja, müssen wir nochmal mit der quatschen? Ist ja doof. Egal. Wo war der Professor? Professor war hier unten. Und hier lang. Hallo, Wächtermaschine. Ich muss mal zum Professor. Hallo, Wächtermaschine. Nochmal. Halt. Der Professor müsste doch eigentlich hier... Ah, ja, da ist er doch. Hallo, Professor, aber erst will ich dein Zeug. Kurz husten, bleib wieder da. So, wieder da. So, mal gucken. Ich weiß noch nicht. Die haben derzeit in Höhe von 10.500 Gold in mich investiert. Wären Sie eventuell bereit, in die Erfindungen des größten Genies der Welt zu investieren? Ja. Ja, Jubel, Freude. Dazu, dass ich in der Lage bin, hätte ich mir selbst kaum zugetraut. Mhm. Und ganz unter uns, wenn Sie genug investieren, dann bekommen Sie im Gegenzug gewisse Dividende. Ja, gib uns doch mal was. Beginnt damit 20. Wir haben gerade über 100. Komm. Sehr klug, sehr klug. Ein geschickter Investor weiß, dass er zuschlagen muss, solange das Eisen noch heiß ist. Unsere fruchtbare Zusammenarbeit sehe ich mit Freuden entgegen. Absolut. 2 Tage später. Eureka, ich habe es geschafft. Sollen sich Augen und Sinne an meiner neuen Erfindung erfreuen. Na, was denn? Eine große Erweiterung. Oh, sehr genial. Das ist sehr gut. Und eine Temposalbe, naja. Ja, komm. Komm, pass auf. Weil wir so gut gefischt haben, kriegt er nochmal 20. Aber das reicht doch noch, mein Freund. Das reicht wirklich. Und wenn du jetzt Schrott rausgibst, dann na, gibt's Ärger. Ist er. Na komm, was hast du denn? Elitebeutel? Ja, komm, die ist schon wieder das Geld ausgegangen. Ja, komm. Aber diesmal kriegst du bloß ein bisschen was. Wenn wir mal gucken, was passiert, wenn wir ein wenig geben. Ah, da passiert gar nichts. Weil nicht genug. Okay. Elitebeutel, Gegenstände? Elitebeutel?